Link. Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Vergib mir. Damit das klar ist, ich tue das nicht für dich. Ich habe lediglich noch eine alte Rechnung mit Ganon offen. Das ist das letzte bisschen meiner Kraft. Du musst es schaffen. Dann los, Bruder! Ha! Mal sehen, wie dir das mit Ganon! Dann wollen wir es mal krachen lassen. Halte durch, Zelda. Gleich ist es durchgestanden. Das ist nicht der Ganon, den ich kenne. Au. Er hat auch einen Laser dran? Ach nö. Das Ding ist gruselig. What the fuck? Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Also das Ding ist wirklich ekelhaft. What the fuck ist das denn bitte? Ich muss aber sagen, heilige Scheiße. Oh, mein Bogen ist kaputt. Ich muss aber sagen, heilige Scheiße, ist das ein gigantischer Raum. Wie kann sowas bloß entstehen hier drunten? Ja, schieß noch mehr. Dann schieße ich die gleich antike Pfeile in den Arsch, ey. 5 Stück. Weil du scheinst ja fusioniert zu sein mit diesen Dingern. Mit diesen Wächterteilen. Ja, wenn man das funktionieren mag, ey. Uh-oh. Brauche ich meinen Bomben? Was genau will der von mir? Oh je, oh je, oh je, wie soll ich den denn treffen? Bei der Feuerverheerung war es ja auch so. Sobald er angefangen hat zu leuchten, war er unverwundbar. Bzw. weil er sein Schild hatte.
kann das Schild versuchen verwenden. Ist das was? Ein bisschen. Sogar sehr viel. Viel. Na herrlich. Gut, ich muss also sein komisches Zeug zurückballern, seinen Laser. Erst dann mache ich ihm Schaden. Das kann was werden. Aber so schwer scheint jetzt nicht zu sein, der Ganon. Auch wenn er ziemlich passiv gerade agiert. Ah, wobei, da kommt er gerade. Sehr schön, sie paralysiert ihn auch extrem. Macht trotzdem nichts, dass er so viel Leben hat. Uh-oh. Voll ins Gesicht. Also so schwer ist er jetzt nicht unbedingt zu besiegen. Einmal noch, dann ist er weg. Ich muss nur einmal schießen. Dann mache ich einmal den hier und dann ist er weg. Ein bisschen enttäuscht irgendwo, um ehrlich zu sein. Au. Hab ihn. Seinen eigenen Angriff genutzt, um ihn zu besiegen. Herrlich. Das kann es doch noch nicht gewesen sein, oder? Unzählige Male zerstört, unzählige Male wiederbelebt. Die Fleischwerdung von Zorn und Hass. Sein Verlangen, wieder zurückzukehren, macht ihn rasend. Wenn es ihm gelingt, wird die Tragödie vor 100 Jahren harmlos sein. Das ist der Ganon, den ich kenne. Dies ist der Bogen des Lichts, der das Böse vertreiben kann. Ich vertraue ihn dir an. Ich weiß nicht, wie viel deiner Kraft und deiner Erinnerungen du wiedererlangt hast. Aber ich glaube an dich. An dich und deinen Helden. Okay. 100 Schaden. Uiuiui. Wir hatten zwar noch nicht so viele berittene Kämpfe, aber ich hoffe mal, ich krieg das hin. Der Lichtbogen, der Bogen, den du vor dem Kampf gegen die Dämonenbestie Ganon von Zelda erhalten hast. Wenn der Held ihn spannt, sammelt sich Licht, das die Verheerung bannen kann. Das Ding ist groß. Hat ihn automatisch ausgerüstet? Nö, natürlich nicht. Ganons Hass umgibt ihn wie ein Panzer. Okay. In diesem Zustand dringt kein Angriff zu ihm durch.
Der macht ja gar nichts, der steht da nur rum. Diesen Hass zurückdrängen. Deine Kraft ist sehr gering. Du musst die leuchtenden Stellen treffen. Leuchtende Stellen treffen. Okay, Link, verstanden. Ich wünsche dir Glück. Welche leuchtenden Stellen? Ja, verdammt. Schieß auf die leuchtenden Stellen. Oh mein Gott, der schießt hier direkt automatisch geradeaus. Mifas Gebet ist dabei, wenn du es brauchst. Danke, Mifa. Ich hätte erwartet, er macht noch ein bisschen mehr, aber... Okay. Das Ding ist ziemlich groß, also holy crap, es brennt. Aeganon. Der Todbringer. Heller von Welten. Oder nur Hyrule eigentlich. Ich bringe jetzt deinen Hass noch einmal zurück. Du musst bereit sein. Bin bereit. Link, jetzt! Ganon wird immer schwächer. Ja, und ich auch. Auf geht's, Ferdinand. Du musst doch irgendwo eine weitere Stelle haben. Auch nicht. Warum sind hier Bäume? Muss das sein? Ich will nicht sagen, aber Kollege. Ich bringe seinen Hass zurück. Ja. Fehlt noch ein bisschen. Soll er doch. Einen schönen Headshot. Hier. Oh, oh, der Laser kommt auf mich zu. Eww, der war böse. Oh, der war nicht schön. Der war richtig, richtig mies. Na komm schon. Wo darf ich ihn nochmal treffen? Ich dränge seinen Hass zurück. Am Bauch. Ah, natürlich am Bauch. Ich wollte gerade sagen, jetzt ein Blutmund wäre richtig böse. Link! Sieh nur! Sieh dir Ganons Kopf an! Was ist mit seinem Kopf? Er schießt Laser aus dem Kopf raus. Oh, das sehe ich. Ja. Leuchte, leuchte. Das ist Ganons tiefstes Wesen. Link! Jetzt liegt alles an dir. Zeig dein Äugelchen. Zeig es. Mach den Lauscher auf! Mach den Lauscher auf! Oh, Laser, Laser, Laser! Laser! Komm schon, einmal noch! Boah! Du musst dir Ganons Angriffe zunutze machen! Soll ich den Laser zurückschmeißen oder was? Kannst du aber gerne versuchen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Boah, also, ich versuch's mal gerne, aber ich denke, es wird nicht funktionieren. Oder muss ich etwa in die Luft? Ja! Link, streck ihn nieder! GG!
Ich habe alles miterlebt. Von Anfang an. Dein Schicksal. Dein Leiden. Dein Kampf. Und deshalb hatte ich Vertrauen. Ich war mir ganz sicher, du würdest die Verheerung Ganon zurückschlagen. Link, Held von Hyrule. Vielen Dank für alles. Erinnerst du dich? Weißt du noch, wer ich bin? Ich glaube, ihr Name war Zeldo oder sowas in der Art. Naja, wie auch immer, wir haben Ganon besiegt. Hurra! War lustigerweise gar nicht mehr so schwer. Ich bin daher leicht enttäuscht wegen dem Endkampf. Aber ich muss echt so wirklich sagen, ich freue mich auf das erste DLC. Es kommt ja bald schon. Morgen. Deswegen kommt dieser Part noch heute. Auch wenn er wahrscheinlich dann noch eine Stunde lang wird, aber ich will ihn heute noch oben haben. Und nachdem wir dann das erste DLC gespielt haben, werde ich mich um die restlichen Schreine kümmern. Denn uns fehlen noch so ungefähr so 30? 29 oder so um die Ecke. 30 halt. Damit wir die komplette Herzensleiste haben. Aber ganz ehrlich, das Spiel an sich einzuordnen, ob es ein gutes Zelda ist, ob man es überhaupt als Zelda betiteln kann. Boah, es kam mir immer wieder auf. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel. So wie es ist von der Open World her. Von den Schreinen gefällt es mir auch, weil die Schreine sind lustig zu machen und teilweise echt schwierig. Und knifflig. Hat was vom Portal. Aber die Story ist nicht so gut. Die Sache mit den Titanen ist auch nicht so pralle. Dass die dann von Ganon, alle vier zusammen, gerade mal 50% deines Lebens runternehmen, ist jetzt nicht auch unbedingt so gut. Also von der ersten Phase, weil die erste Phase ist sogar schwieriger als die zweite Phase, die er hat. Und das heißt ja schon was. Nur irgendwo, ich weiß nicht. Der Schildschlag im Spiel ist ziemlich overpowered. Da kann man wirklich alles zurückschleudern. Du kannst Gegner, deren Angriffe blocken, du kannst die Laser zurückschlagen auf die Wächter. Du kannst Laser zurückschlagen auf Ganon. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass der Schildschlag sowas von overpowered ist. Klar, es fördert einen defensiven Spielstil. Aber ich weiß nicht. Man kann natürlich auch hyperaggressiv draufgehen, so wie ich gegen die ganzen Leuen. Bis auf den am Ende, der war gemein. Der war in einem kleinen Raum und da hat man nicht so viel Platz. Und ich war nicht drauf vorbereitet. Und ich hatte meine falsche Rüstung an. Aber alles im allem hatten die coole Charaktere drin, gerade Prinz Sidon, also. Hui! Prinz Sidon war lustig. Von allen Nachfahren, beziehungsweise, ja doch, allen Nachfahren, finde ich Prinz Sidon eigentlich der coolste. Er ist der coolste. Aber ich bin einfach mal gespannt, inwieweit ich noch brauchen werde, um das Spiel komplett durchgespielt zu haben, von den Schreinen her. Und ob ich mehrere Schreine in einen Part reinpacke oder ob ich einfach, ja, pro Schrein einen Part mache. Sowas von wegen 3-4 Minuten Videos. Oder ob ich sie zusammenfassen werde in so 20 Minuten Videos.
ja, meine Rangliste. Stimmt, meine Rangliste von den Storys her und allem. Die Story der Gerudo gefällt mir am besten. Dann kommt die Story der Sora, gefolgt von der Story von den Goron. Und die Orni, ganz ehrlich, da war keine Story vorhanden. Es tut mir leid, aber da war keine Story vorhanden. Das war echt ein bisschen schade. Weil da haben die Orni mal halbwegs einen wirklich, wirklich, wirklich interessanten Teil irgendwo in der Story drin. Und dann kann man den Storyteil von denen abschließen in einer halben Stunde. Das war traurig. Von den Champions her, also den Recken, muss ich sagen, da ist Urbosa bei mir Favorit. Weil Urbosa, also sie ist wirklich ein klasse Charakter. Gefolgt von Daruk, weil einfach der ist so bro der Typ, der ist so gut. Und wie können die ganzen Product-Tester gerade, die ja gezeigt worden sind, diesen einen Fehler in der Wand gesehen haben, in der Gerudo-Wüste? Leute, da ist ein riesiges Loch in der Wand, wo man durchfallen kann. Nicht cool. Dann kommt Mipha, auch wenn Mipha sehr, sehr passiv ist, weil ich einfach Rivali absolut nicht mag. Ich hasse den Typen. Der ist so ein Arschloch. Oh, der ist so ein Arsch. Von den Nachfahren der Recken, persönlich, Prinz Sidon ist ziemlich cool. Wie heißt die Kleine noch gleich? Ryu ist auch verdammt cool. Der Typ ist mit der Nachname Donnerstag, im Ernst? Sebastian Donnerstag. Cooler Nachname. Dann kommt persönlich für mich der von den Orni, dessen Namen ich gar nicht gemerkt habe, weil der einfach nicht da war. Aber mir ging einfach... wie heißt er noch gleich? Von den Goron. Der von den Goron ging mir einfach nur auf den Nerven. Er hat eine nervige Stimme gehabt. Er war einfach nur da als Kanonenkugel. Und mehr eigentlich nicht. Ich muss mal was wirklich sagen, also das System mit Rüstung aufwerten gefällt mir schon ziemlich gut. Dass man da Materialien für braucht, ist auch standardmäßig in Spielen mittlerweile. Dass man sich einfach so geschenkt bekommt, klar. Dass man allerdings für die letzte Fee 10.000 Rubine zahlen muss, das fand ich ein bisschen übertrieben. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, insgesamt gesehen. Und auch die Preise für die Rüstungen selbst. Weil so viele Rubine in dem Spiel bekommt man jetzt nicht hinterhergeworfen. Also in Kisten oder Truhen. Die Cutscenes im Spiel, muss ich aber sagen, wo wir gerade hier den König von Hyrule sehen. Die waren richtig, richtig gut. Hat mir ordentlich gefallen. Und Satoru Iwata praised. Please understand. Please understand. Und die Titanen selber noch. Persönlich hat mir am besten gefallen vom Dungeon her, der in der Luft, der Lufttitan. Und am schlechtesten gefallen hat mir tatsächlich der Elefant. Also Varuta war echt... Nee, war nicht mein Fall. Aber... wir sind am Ende angekommen. Thank you.
Fürs nächste Mal wünsche ich mir mehr Tempel. Ich wünsche mir Tempel. Tempel sind lustig. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Kommt da noch was oder war's das? Nein, das war's. Wir werden einfach rausgeschmissen am Titelbildschirm. Gut, aber so kann ich euch nochmal richtig verabschieden. Ich danke fürs Zuschauen, für das Folgen des Projekts, für die Unterstützung, die ihr mir erbracht habt, für die Hilfe, die ihr mir geleistet habt mit bestimmten Themen. Zum Beispiel, wie man Leuten richtig tötet und so weiter. Wo man Sachen aufwerten kann, wie man am besten Sachen farmen kann. Vor allem Rubine. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut. Ich danke und sage, wir sehen uns dann im ersten DLC. Beziehungsweise, wenn wir dann die letzten Schreine noch machen. Denn die werden auch noch drankommen. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher, glaub mir. Das kommt als Bonus. Alles hinterher. Aber ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Und nochmal, bis dahin. Ciao, ciao.